Ja, okay. Ist gar nicht so schlecht, wenn du noch nicht an bist. Ich muss ja eher die Challenge machen. Da musst du nicht warten. Ich bin schon da. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Junge, jetzt ist mein Skill-Level aber doch locker. Total niedrig. Jetzt musst du doch wieder umdenken, ey. Jetzt ist doch, das ist doch wieder eine andere Steuerung und alles. Ja, das stimmt. Du spielst doch Das. mit dem, Ich spielst du mit bin. dem Controller? Ja, Ja, ne? ich bin im Controller. Ja, ist einfach viel besser. Ja, ist klar. Mit dem Ich. Xbox wahrscheinlich, ne? Ja. PS3 haben wir ja gar nicht. Aber, oh Gott. Aber was mir aufgefallen ist mit der Maussteuerung, also ich kann auch gar nicht mit der Maussteuerung spielen, selbst wenn ich es wollte, weil. Also ich könnte es schon, aber die Sensitivität, selbst auf höchster Stufe, ist die so ultra niedrig. Kannst Also du dich wirklich. bestimmt gleich bewegen. Also die ist richtig niedrig. Der guckt sich fast gar nicht um. Das ist. Also bei Minecraft. Vielleicht so eine 70 oder so. Eine 70. Ja. Also Mal wenn beide. ausprobieren. Habe ich ja richtig Angst. 70. Warte, ich probiere auch mal. Warte, wo steht da Steuerung? Ich mach mal. Ja, nee, ja, so ungefähr. Vielleicht sogar noch so 65, so ungefähr, ja. Alter. Also das geht wirklich gar nicht. Ich hab's wirklich auf die höchste Stufe und es regt sich gar nichts. Also so kann ich wirklich nicht spielen, Mann. Das ja, da kannst du auch nicht mitspielen. Lass mal wieder Hyperspeed anmachen. Ja, habe ich auch wieder angemacht. Das ist auch echt ein Komfort-Hyperspeed, wenn man da mal spielen findet. Ja, man muss sich halt dran gewöhnen, ne? Ja, das macht man ja eben Schritt für Schritt. Richtig, das haben wir auch wieder. Wo du am Ja. Anfang immer noch auf 100% gespielt hattest, Ja, und dann, ha, 100%. das reicht mir aber! Ja. 100% sind wirklich, also wenn man erstmal nach und nach erhöht, ey, dann sind 100% echt gar nichts mehr, Mann. Ist richtig, es kommt dir einfach so ultra langsam vor. Ja. Ja, und es ist wirklich viel angenehmer, wenn man die Hand gar nicht mehr hochnehmen muss, sondern wirklich also den Handballen liegen lassen kann und wirklich nur die Finger manchmal ein bisschen hochnimmt, die Maus ein bisschen zu bewegen. Ist richtig. Das kannst du ja bei 100% vergessen, da musst du voll die Bewegungen machen mit dem ganzen Arm. Alter, dieser Sprung hier, ne? Dieser Sprung hier, ich hasse Du den. hast den, ne? Ja! Jawoll, Eck! Also jetzt darf ich es nicht versauen. Warte, wie geht's jetzt nochmal weiter da dran? Ja. Und dann. Und dann einfach dahin springen. Das schafft man eigentlich easy peasy. Ja. So ein letzter Wobbelgott meintest du, ne? Oder so ein Scheiß. Oh Nee, das ist. ne. Nee, eigentlich nicht so. Das ist wie. Ja, warte, ja, das ist mal wieder hinten, aber halt So ein einmal anderer. gespiegelt, einmal gespiegelt. Ja, Volle, ja. das ist geschafft. Ja, habe ich es geschafft. Sehr geil. Oh ja, oh ja. Lol. Und jetzt? Ich hab's ja noch gar nicht geschafft. Oder ist das jetzt schon der Checkpoint? Doch, das ist hier schon. Ach so, die Leiter geht da von unten an. Okay, dann Weil spring. man kann ja übelst cutten, aber du kannst die ganze Challenge. Oder auch nicht. Also ich meine, das kann man locker cutten. Bis da runterspringen. Überhaupt? Ja, wäre auch jetzt erst darüber gesprungen, deshalb habe ich die ganze Zeit gewartet, aber ne, das geht glaube ich nicht. Ne, auf keinen Fall geht Wo ist das. denn das, ey? Junge, lass mich doch gucken, dann sage ich es dir. Achso, das ist Da, hier. ja. Ach, scheiße. Das ist auch so ein bisschen random, habe ich das Gefühl manchmal. Manchmal bleibt man so, also manchmal kann man von einer Leiter abspringen, als ob es ein fester Block wäre. Und dann manchmal slidet man einfach so richtig komisch, weißt du? Halt wie in einer Leiter halt ist. Ja. So. Ja, genau, ey. Wie soll man das denn hier machen? So. Hey, das Wobbelgott, ne, doch nicht. So. Alter, ich krieg das voll nicht hin, Mann. Oh, lol. So. Was hat denn Wayne gesagt? Kommt der heute on oder morgen oder? Er meinte, er käme heute on. Alles klar. Eieiei, oh, lol, ey! Das habe ich vorhin nicht hinbekommen, auch. Ich gehe mir richtig auf den Ich war Sack. drauf auf der Leiter und ist dann wieder runtergeslidet. Der Hulensohn. So. Nein. Aber hier unsere Mini-Checkpoint, ey. So.
Was ist das jetzt hier für eine Scheiße? So, oder? Es ist nur Wobbelgott, ja. Nein, das geht so nicht. Jetzt hört er gleich mal auf damit, so. Alter. Ich lasse dich das hier erstmal machen. Ja, lass mich. Ja, ich krieg das voll nicht hin, ey. Also man muss so hundertprozentig so rumspringen halt, aber. Hast du? Nee. Aber ich glaube, der ist nicht schwieriger als, also wenn diese Leiter daneben nicht wäre. Also die. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die stört nicht so richtig. Das kommt mir nur so vor. Wenigstens hast du hier diesen Ultra-Mini-Checkpoint. Ja. Oh ja. Soll ich das Video dann hier auch gleich hochladen danach? Oder das kannst du gerne machen. Mir ist das eigentlich egal. Ja, mir ist das auch ziemlich egal. Du kannst es ja erstmal noch ungelistet, beziehungsweise privat oder sowas. Das kann ich gerne machen, ja. Lol, ey. Ich muss ja eher erstmal schauen, ob das wirklich so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na endlich, ey. Hast du gemacht? Ja. Aber ganz normal, ja, also so ein komischer Rundsprung. gleich nochmal machen. Boah, ey. Wir schlagen uns überhaupt nicht gar nichts, ey. Nee, aber wir gerade ein bisschen. Na, ich bin auch gerade einfach noch zu müde, Mann. Ich bin ja. Wie spät haben wir es denn jetzt? 13 Uhr eigentlich. 5 nach 1, ey. Ich bin auch in einer halben Stunde erst aufgestanden oder so. Wenig. Oder von einer Stunde? Also von einer Stunde allerhöchstens. Ja, doch. Ich habe gestern bis 1 Uhr AC gespielt. Ach du Scheiße. Und dann brauche ich ja meine 11 bis 12 Stunden. Ja, ist richtig. So. Ja, du. Alter, wie machst du den denn hier so? Na? Ja. Junge, das ist so schwierig, weil da drüber, der ist so penislastig, der Typ. Penislastig? Eigentlich. Ja. Ja, diese Challenge geht mir schon wieder richtig auf den Sack. Komm! Ey, das ist richtig lächerloh. Lächerloh? Mischung aus Lichterloh und lächerlich, oder was? Nö. Ja. Ich habe jetzt hier die 100% Taktik. Echt jetzt? Ja. Juhe! Kannst du mir die ja gleich mal stecken. Wuhu! Oh. Place, you know what to do. Checkpoint. Bist du nicht Checkpoint? Ja. Okay, dann sag mir das jetzt mal, wie das geht. Warte. Also, ne, nicht, was heißt 100% Taktik, aber damit schafft man es eigentlich ganz gut. Du musst eben, warte mal, wo kann ich dir das am besten zeigen? Den schaffst du hier nicht, ne? Ja, ganz klar. Warte, muss erstmal Game Mode 2. Du musst den dran, so weit wie möglich nach außen und alles. Ja. Und dann in so einem, wie viel Grad sind denn das? So 45 bis 55 Grad. Und dann einfach mit einem Single Jump. Sehr präzise Angaben. Okay, dann lass Einfach drehen. Dafür hast du ja die Sensitivität. Du musst einfach nur ganz geschmeidig drehen. Ja! Ja, ich hab's gemacht. Sehr gut. Oh, nee, Mann. Und jetzt musst du es genauso machen, weil über dir, wenn du springst, hast du einfach diesen Wichser da vor dir. Oder über dir. Und deswegen würde ich dir raten, immer ganz nach außen zu sliden. Weil da hast du am wenigsten Arschloch über dir. Oh Junge, das geht mir jetzt richtig auf den Sack. Und chillst du heute Abend auch nur? Ne, ich wollte eigentlich was machen. Christoph gefragt, ob der kann. Aber der kann wahrscheinlich nicht. Und ja, andere Menschen kann ich nicht fragen. Okay. Ich keine anderen Menschen mehr habe. Wieso hat Christoph denn keine Zeit? Weiß ich nicht, der hat irgendwas vor. Ach so. Das muss ich ja leider respektieren. Das ist richtig. Wayne kann man ja nicht fragen, der ist ja bei Simon. Simon frage ich einfach allgemein nicht. Richard kann man nicht fragen, den frage ich auch allgemein nicht. Ist Richard nicht eh in Göttingen? Ja, das kann auch sein. Die ganze Zeit. Obwohl, vielleicht auch nicht, seine Freundin ist ja immer noch hier. Mhm. Ich frage mich, wie lange das noch dauert, bis die dann Schluss machen. Ich weiß nicht. Er ist eigentlich nicht so der Typ, dass er dann Schluss macht. Nee, auf keinen Fall. Und sie glaube ich auch nicht. Ach, Quatsch. Die
trotzdem, mir wäre das so nervig, glaube ich. Ja, was heißt denn, das heißt so nervig? Göttingen und Wolfenbüttel, das geht ja noch. Mein Richard kann ja Auto fahren, das ist ja nicht das Ding. Zum Beispiel Till und Elisa, das scheint ja auch ganz gut, richtig gut zu funktionieren. Till hat ziemlich geschwärmt von ihr am Donnerstag. Echt? Mhm. Hm. Ja, aber er ist ja immer so ein bisschen, ja, das ist ja die voll die richtige und sowas. Und das ist ja auch eigentlich schon so fast no homo, aber so süß, keine Ahnung, weißt du, was ich meine. Halt so, Leute, so ein verlorener Romantiker, kann man, keine Ahnung, wie man das sagen lässt. Ja, der war schon so ein hoffnungsloser Romantiker. Deswegen, also obwohl Till ja manchmal so feiern geht und sowas, ist der eigentlich ziemlich so sensibel. Irgendwie passt er deswegen nicht so richtig so zu Christoph und Hanno, habe ich manchmal das Gefühl, weißt du? Obwohl Christoph auch schon übelst geflennt hat wegen Insa. Ja, okay. Was ist denn da los, ey? Die sind gar nicht mehr zusammen auch, oder wie? Nee, keine Ahnung, aber Insa ist ja jetzt für ein Jahr in Afrika. Afrika. Ja. Gesagt, dass ich weg bin mit einem S. Na, wahrscheinlich Ebola und sowas. Das ist natürlich gut, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Kriegt sie ja zu 1000% Ebola. Und da darf sie erstmal die nächsten 10 Jahre nicht nach Deutschland. Ja, wahrscheinlich stirbt sie. Ja. Entweder durch Ebola oder durch einen schwarzen Penis. Die Dinger sollen ja ziemlich zerstörend sein. Oh, lol, Mann, ich krieg diesen Sprung nicht hin. Alter, und wieso spackt meine Maus so rum, ey? So. Stehe ich nicht, was Wayne jetzt will. Hat er geschrieben, oder was? Er hat geschrieben, hab gesagt, dass ich weg bin, mit einem S. Darauf habe ich geschrieben, das mit zwei S. Und dann schreibt er, und dann schreibt er, Aufnahme war eine. Ja, das war eine. Ich raff das nicht. Ja, weil du geschrieben hast bei Skype, gute Aufnahme. Gestern. Ach so. Das ist auch zum Spaß geschrieben, obwohl wir ihn nicht aufgenommen haben. Deshalb fragte er nach. Oh, wieso habe ich hier keine Süßigkeiten zu Hause? Vielleicht sollte ich kurz zu Edeka rüberhuschen. Ja. Ich dachte, du imitierst jetzt beim Rüberhuschen. Nö. Wie sieht denn das Wetter aus? Es ist eigentlich arschwarm. Ja, sieht aber voll schwül aus. Schwül? Ja. Kannst du das jetzt mal machen? Ja, wenn wir das tatsächlich hier Leute sehen, die fragen sich sicher, wo wir gerade wohnen. Wo wir gerade sind. Wir sind gerade in Südafrika. Hier ist es gerade relativ warm. Schwül. Ja. Ist richtig. In Kapstadt. Das liegt in Südafrika. Nee, Südafrika, aber keine Ahnung. Kapstadt ist Südafrika. Kapstadt liegt doch im Süden von Afrika. Aber ich weiß nicht. Das ist kein Land in Afrika. Oder so ein Blut. Wie nennt man denn das? Das ist es nicht, oder? So wie Äthiopien oder so. Kapstadt ist eine Stadt. Nein, ich meine jetzt Südafrika. Südafrika ist ein Land. Ja, ist doch scheißegal jetzt, ey. Ich weiß ja gerade nicht, was du willst. Max würde verstehen, was ich meine. Nee, erklär es mir doch. Der würde sich zwar in den Kopf fassen, aber... Was möchtest du denn? Ich weiß, dass Kapstadt im Süden Afrikas liegt. Ja. Aber Südafrika heißt ja nicht der gesamte Süden Afrikas, sondern scheinbar nur eine Region im Süden Afrikas. Und diese, also das ist sozusagen ein Land in Afrika, im Süden Afrikas, das Südafrika heißt. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und deshalb liegt zwar Kapstadt im Süden Afrikas, aber womöglich nicht in Südafrika. Also das glaube ich jedenfalls, deswegen habe ich nachgefragt. Doch, das liegt ganz unten. Denn Südafrika schließt ja den Süden Afrikas ein. Ja? Ja, ein oder deckt er den ganzen Süden ab, das weiß ich. Nein, ein. Ich bin ja also wirklich nur die Spitze unten, die Pimmelspitze. Achso, ich bin ja schließlich ein absoluter No-Hand in Geografie. Und Kapstadt ist wirklich der unterste, die unterste Beule von Afrika, von Südafrika eben dann auch. Das Horn von Afrika? Nee, das Horn von Afrika ist Gibraltar, meine ich.